Bei der Premium Mod Prime in Nemesis läuft alles anders als man denkt. Ich versuche mich heute im Apex Legends Team und wie das läuft, seht ihr gleich. Danke für jedes Like und Abo und viel Spaß euch. So Leute, wir legen heute wieder los und ich habe direkt tragische Nachrichten. Nämlich kam in der Nacht ein neuer Prime in Nemesis Patch raus und da wurden Alpha Level gefixt. Also es gibt keine Level 1 Alphas mehr. Aber es hat nicht mein Alpha Petri getroffen, sondern mein Alpha Para. Das war ein Kolossos und deshalb wurde der resettet. Die haben in die Patch-Notizen geschrieben, einige Kolossos werden verschwinden wegen dem Patch und mein Para ist einer davon. Also haben wir jetzt ein Useless Alpha, das ist der Petri, und der andere Alpha ist einfach verschwunden. Ja, das ist schon ein bisschen tragisch, aber wir gehen heute los, werden neue holen, das ist auf jeden Fall der Plan. Ich habe jetzt hier einen Egg Collector stehen und da habe ich gerade schon 12 Eier rausgeholt. Die habe ich jetzt hier reingeworfen, warum auch immer. Hier, da, meine 12 Eier sind hier am Start. Und damit könnten wir theoretisch Kibbel machen, wenn ich jetzt noch Karotten hätte. Karotten habe ich aber nicht mehr und deshalb brauchen wir Fiomia, dass der hier einmal in die Beete kotet und wir dann Kibbel machen können. Das ist der Plan. Wir holen uns jetzt erstmal Fiomia, lassen dann den hier reinkoten, dann haben wir Karotten, dann können wir Kibbel machen und dann können wir Alphas holen. Aber erstmal mache ich einen kleinen Abstecher einmal quer über die Map und der Spino sieht ja über crazy aus. Was zum Teufel? Den habe ich doch gar nicht gesehen. Wir holen nämlich einmal Perlen. Perlen sind wichtig und ein bisschen Polymer und sowas, damit ich mir diese komische Gun machen kann und dann meine Dinos leichter einpacken kann. Das Ding hier, weil dann kann ich vielleicht einige Dinos retten, die ich zähme und dann kann ich da einfach mit der Pistole drauf schießen und die einpacken. Aber dafür brauche ich Electronics, also brauche ich dafür Perlen und ich brauche einen Fabricator. Oh mein Gott, was geht da denn ab? Holy shit, das wandert einfach. Ich muss ein bisschen aufpassen, das geht überweit. Was ist denn das? Bionic Rex, macht der solche Sachen? Ich habe keine Ahnung. Hier ist auch eine Wyvern. Ich muss richtig aufpassen. Demonic Wyvern einfach. Oh mein Gott. Ja, nee, hier ist gefährlich. Mittlere fliegende Insel ist ein wilder Ort. Da sind mehrere Demonics sogar. Ja, nee, ich hau hier ab, aber ganz schnell. Also hier hätten wir schon mal potenzielles Poli, aber hier gibt es auch Hydro-Kairukus und Alpha-Kairukus. Ich weiß jetzt nicht, nice das ist. Wir gucken mal, die haben auch 3000 Leben. Oh, das geht schon. Ohne Witz, das geht schon klar. Solange die Hydros nicht herkommen, ist glaube ich okay. Hey, der hat eh was gedroppt. Hä, was liegt da? Warte. Was ist das? Summer... Ein Skin? Ich habe einfach einen Skin bekommen. Hä? Was zum Teufel? Ich glaube, ich habe ein kleines Problem hier. Nämlich früher habe ich immer in der Nähe vom Pinguinpalast Perlen geholt. Und ich glaube, die haben die da weggenommen. Und ich glaube, jetzt muss ich vielleicht hier ein bisschen tauchen. Ob das so eine gute Idee ist, sehen wir gleich. Ich hoffe, ich werde nicht von einem Ziefer angelutscht. Bitte nicht. Okay, vielleicht klappt es. Geht so gut. Okay, over and out. High hinter mir. Hätte ich mir vielleicht auch denken können. Ich habe ganz vergessen, dass ich meine Armbrust aufgemotzt habe. Er hat sich mit den Falschen angelegt. Aber sowas von. Ja, versuch mal, meinen Petri zu beißen. Weg mit dir. Ja, dein Kollege kann auch gleich herkommen. Der kriegt auch ein, zwei Pfeile und dann ist er weg. Was zum Teufel? Wie viel Fasern kriegt man dann von denen hier? Ich wusste nicht mal, dass du die abfarben kannst. Ich glaube, ich habe ein Problem. Die halbe Manta-Welt mit meinem Arsch. Ah, wirklich komplett? Bitte hören Sie auf, mich zu quälen. Petri, wo bist du? Ah, du bist hier auf Follow. Okay, das ist sehr gut. Meine Rüstung ist RIP. Ich bin RIP. Das war's komplett. Das war's komplett. Petri, nein! Ah. Zum Glück habe ich eine Death Recovery. Ohne Witz, es ist unmöglich, sich auf den Petri zu setzen. Und ich kann auch einfach U-Pfeifen, wie ich will. Der fetzt einfach weiter. Wo bist du jetzt schon wieder? Vielleicht jetzt doch Trilobits farmen. Direkt neben Ziefers. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Und ich krieg nicht mal was. Hallo. Okay, ich krieg ein paar Perlen. Aber ehrlich gesagt, nicht so viele, wie ich mir erhofft hatte. Chitin bin ich gleich reich. Okay, meine Ausbeute sehr geht so. Ich habe 156 Perlen, 12 schwarze Perlen und eine kaputte Rüstung. Also hätte besser laufen können. Aber ich habe auch Öl. Hey, Fabricator, ich komme. Kann ich mir damit die Gun machen? Oh mein Gott, ich glaube schon. Ja, tatsächlich schon. Ich brauche nur 45. Ich wollte einen Generator noch eben machen. Generator, passt das dann auch noch? Generator? Den kann ich auch noch machen. Ich mache einen Generator und ich mache die Pistole. Mehr brauche ich gar nicht. Was ist das zum Teufel? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Du bist nicht aggro auf meine Insel. Du kommst nicht auf meine Insel. Du kommst hierher. Oh mein Gott, nein. Das wird schrecklich. Nein, der will mein Petri. Der will mein Haus. Der will alles. Tu's nicht, tu's nicht. Er ist so sauer. Er ist so sauer. Er will rüber. Ich muss den Petri holen. Ich muss den Petri holen. Bitte, 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 bitte. Ich könnte alles, vielleicht alles einpacken. Ich weiß es nicht. Komm mit, komm mit, komm mit. Ich hoffe, die bleibt aggro auf mich. Ich hoffe. Prime Tameable Boss. Ich muss die weglocken. Ganz weit weglocken, dass sie nicht wieder Akku auf meine Base zieht und alles zu Hause einpacken, damit sie dann möglicherweise nicht wieder mit rüberkommt. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Das wäre fast heftig in die Hose gegangen. Ich hätte ohne Witz die einzige Insel, wo ich mich ein bisschen sicher fühle, wäre fast RIP gewesen. Ich packe euch alle ein, Leute. Tut mir leid. Ihr könnt hier nicht so rumstehen. Ihr seid eine Gefahr für meine Base, sonst kommt die hier rüber. Wir lassen sie einfach wütend und gucken nach dem Fiomia. Guck mal, so halb eingeladen sieht das einfach aus wie ein Stachel mit Beinen. Was ist das denn? Okay, hier ist ein Fiomia, Level 135. Das würde ich gerne mitnehmen. Und hier ist nur ein Apex Dodo. Aber der hat ordentlich Leben. Ich weiß nicht, wie viel Damage der mir macht. Ich hoffe nicht so viel.
Oh, ich hoffe, der berührt mich. Oh mein Gott, der macht mir Damage. Okay. Oh! Wow, 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 wow. Warum zweiter Schlag 600? Auf einmal fast tot. Oh, da hätte ich fast mein Alpha verloren. Oh mein Gott. Da hätte ich fast mein Alpha verloren. Das hatte ich mir anders. Oh, ich glaube, da kommt eh eine Kaki noch so, haut gerade alles weg. Ah, das sieht nicht gut aus für unser Fiomia. 3, 2, 1. Ah, Reparoni. Vielleicht sollte auch einfach Alpha Argy unser nächstes Ziel dann sein, weil dann kann ich mal ein paar Sachen anheben und nach Hause tragen. Das kann ich halt jetzt gerade gar nicht und muss irgendwie mit allem kämpfen und irgendwie überleben. Und ich mag das nicht. Ich mag das überhaupt nicht. Das ist ein Alpha Fiomia. Hätte ich Kippe, würde ich mit denen holen, aber leider besitze ich sowas nicht. Ich bin halt Half-Life, ne? Ich feed mich eben hoch, bevor ich da gleich in irgendwas reinlaufe, aber ich sieht das relativ entspannt aus. Okay, da sind irgendwie so Alpha Kolossos Ameisen-Dinger. Und hier ist halt eine Hydrocarbo. Ich weiß nicht, inwiefern die Probleme machen. Egal, wir packen ganz schnell ein mit unserer neuen Knarre, die wir uns gemacht haben. Und dann laufen wir zu Fuß rum und schießen einmal drauf. Zack, zack, eingepackt. Okay, schnell einmal Pfeile wechseln. Und friss das, Fiomia. Sei bitte schnell ausgelockt und renn nicht in böse Sachen rein. Tu's nicht. Okay, will er den beißen oder so? Ah, der wollte mich beißen. Läuft wieder gut. Ich höre eine Brutmutter oder sowas in der Nähe. Das ist wahrscheinlich die von vorhin, aber ich wüsste nicht, ob die... Ja, die ist hier. Die ist hier. Och, Mann, ich wollte gerade sagen, ich höre doch irgendwas. Warum ist sie denn jetzt da? Och, nö. Der hat, glaube ich, meinen Fiomia genascht. Och, warum macht man dann sowas schon wieder? Ja, schade. Ich glaube, wenn man so zuguckt, denkt man sich so, ach, so schwer kann das gar nicht sein. Aber man unterschätzt wirklich, wie krass das ist, wenn alles, was man tut, irgendwie gefährlich ist und sogar Käfer super tödlich sind. Es ist so krass. Aber ich glaube, die kann ich vielleicht mal eben schnell mitnehmen, weil ich habe jetzt gerade nichts in der Nähe gesehen. Also da hinten sind halt wieder irgendwie so Käfer und so. Aber ich hoffe, dass der hier einfach schnell ist und ich den ganz schnell einpacken kann und dann durchziehen kann. Sieht gut aus. Einmal essen noch. Komm schon. Okay, vielleicht doch mal essen. Ich habe ihn. Zack, eingepackt. Wir ziehen durch. Aber sowas von. Ey, das wäre doch mal... Oh mein Gott, nice. Es geht wieder alles hoch. Oh mein Gott. Also ein riesen Petri wäre so sick. Aber Apex halt. Ich muss doch einen irgendwie überstehen. Dann kann ich mir die Apex holen. Also jetzt erstmal ein Alpha-Weibchen wäre cool. Dann kann ich den in meine Eierbox reinpacken und dann legt er vielleicht schon Eier für Apex-Gewinn. Das wäre echt nice. Fiomia, zeig mir, wie gut du deinen Job machst. Das ist Musik in meinen Ohren. Hört ihr das? Oh, einfach ein Traum. Nice! 21 KK. Das ist doch ein Zeichen, oder? Direkt vor der Base 150 Apex Petri? Ah, ja, ja. Warte mal. Obwohl, oh, wir könnten vielleicht investieren. Ich habe nämlich gerade gesehen, mein Petri ist ein Weibchen. Ich könnte den investieren, theoretisch. Brauche ich den? Der war Level 1. Eigentlich nicht, oder? Wisst ihr was? Wir machen mal komische Dinge. Nämlich packen wir den hier rein. Zack. Und da haben wir schon unser erstes Alpha-Ei. Das könnte was werden. Wie viel brauchen wir? Kibbel, Apex, brauche ich dafür noch irgendwelche komischen Sachen? Oh, ich brauche Zitronen. Oh nein, ich habe zweimal Karotten angebaut. Karotten. Ich glaube, wir müssen einmal tauschen, aber ganz dringend. Destroy Crop. Weg mit dir. Okay, anscheinend kann ich dir nicht zerstören. Ich muss einfach einen neuen Crop machen oder so. Schade. Unsere erste Ernte. Oh mein Gott. Das macht mir immer noch Angst. Was sehe ich da überhaupt? Fiomia, du wirst auch lieber wieder eingepackt. Und Zitronen sind auch am Start. So, jetzt kann es aber hoffentlich rund gehen. Warte, Kibbel. Apex, fehlt mir was? Nö, kann ich doch halt machen. Tatsächlich fehlt mir ein Alpha-Egg. Habe ich hier ein Alpha-Egg drin? Tatsächlich ja. Hat das nur gefehlt oder braucht man dafür zwei? Warte. Man braucht zwei tatsächlich. Okay, das ist traurig. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben einen Apex-Kibbel. Ich weiß nur nicht, ob der für den Petri reicht. Und ich weiß nicht, ob der wieder aggro wird. Wahrscheinlich schon. Weil dann können wir den vielleicht ein bisschen hierher locken. Gar keinen Bock, den da zu zähmen. Hä, hey, der ist sogar über unserer Base. Was sehe ich denn hier? Das ist Schicksal. Aber ich habe keine Rüstung an. Oh, wenn der mich haut, bin ich ja direkt weg. Ja, egal. Ich schieße einfach mal sonst hoch. Werde ich halt wiederbelebt und hole mir mit Death Recovery meine Sachen wieder oder so. Aber der hat halt auch echt viel Topor tatsächlich. Ja, das wird nicht gut. Das wird sehr wahrscheinlich nicht so gut. Aber bis jetzt kein Hit von ihm. 3000 Topor gemacht. Okay, ja, da ist der Hit. Da ist dann der Hit. Ach, Mann. Ah, bleibt der Aggro? Und no. Nicht, dass er meine Base auseinanderhaut. Ah, wieder nicht, oder? Er ist ein braver Petri mit Sicherheit. Ja, ganz brav. Guck mal. Aggro verloren. Wie würde das ein professioneller Spieler machen? Wird er einen Käfig bauen? Wahrscheinlich wird er einen Käfig bauen, aber der fliegt ja auch so schnell, dass die niemals in den Käfig reinbekommen, glaube ich. Ich repariere meine Rüstung. Das hier ist übrigens der Skin, den ich vorhin bekommen habe. Wie es lacht jemand. Ich finde den sehr cool. Neue Runde. Petri gegen Mensch.
Du wirst mein sein. Das war ein Headshot tatsächlich. Ich glaube, das war ein Headshot. Und er hat mich nicht getroffen. Mal wieder nicht. Zack. Hier, kriegst noch einen Hit. Kriegst noch einen Hit. Okay. Wäre meine Armbrust noch ein bisschen besser, wäre es vielleicht noch cooler. Er hat mich doch gar nicht gehittet. Er hat mich echt noch nicht gehittet. Hä? Okay. Ja, das war, glaube ich, ein Headshot. Ich glaube, wir kriegen das hin. Also ohne Probleme kriegen wir das hin sogar. Warum hat er mich beim ersten Mal nicht so schlecht getroffen? Aua, aua, ein Hit habe ich... Aua! Okay, ich habe ein Hit bekommen und danach direkt den zweiten und dann war auch echt direkt Feierabend. Ganze Rüstung wieder kaputt. Und ich kann mir das gar nicht so krass leisten, ehrlich gesagt. Ich bin ziemlich, ziemlich arm. So reparaturmäßig, deshalb müssen wir jetzt, glaube ich, erwartet schon, dass er mich wieder töten kann. Deshalb müssen wir jetzt, glaube ich, so klarkommen, dass wir den Rest irgendwie so ausnocken. Hoffentlich, das war ein Headshot, das ist gut. Ich hoffe, er trifft mich nicht direkt. Bitte, einfach... Aua, er hat mich direkt getroffen. Das ist halt nicht cool. Bitte, nein, 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 ein Hit, bitte. Lass mich einen Hit treffen, bitte. Ich glaube, mein Better Cooldown, glaube ich. Sei nett. Leg dich hin. Oh mein Gott. Oh, das war ja gar nicht schlimm, ehrlich. Das war überhaupt nicht schlimm. Braucht er überhaupt nur einen Kibbel? Der braucht nur einen Kibbel. Oh, zum Glück, ich habe nicht geguckt. Das ist unser neuer Max-Level Apex. Das hat gut geklappt. Also für meine Verhältnisse recht okay geklappt. Und die haben irgendwie so einen Effekt, dass die Blood Rage haben oder so. Ich würde so gerne irgendwann mal was entwickeln, aber dafür braucht man so viel Scheiße. Jetzt kommen wir halt zum nächsten Problem. Wir brauchen Apex halt. Und ich denke, das heißt Apex Dodos wahrscheinlich. Ich markiere mir ein paar Apex Dodos, versuche die umzuschießen und abzubauen. Das ist der einzige Weg. Da sind direkt 3 Stück am Strand und ich denke mal, die werden uns unsere Halt geben, wenn wir sie tot bekommen. Und das ist die Frau. Oh nein, die Mutter ist halt da. Oh, der ist one. Oh, das ist sehr gut. Ich glaube, ich sollte die wahrscheinlich eigentlich mit der Axt abbauen für Hide, aber ich habe eine richtig gute Spitzhacke. Ich weiß nicht, ob die Spitzhacke... Ey, das reicht vielleicht schon. Nee, tatsächlich brauche ich noch einen zweiten. Okay. Was ist sauer? Was bist du? Okay, du bist tot. Ah, ich sehe nichts. Nicht jetzt. Okay, guter Hit. Ich gehe ins Wasser. Ich krieg trotzdem mit, oder? Nee, ich sehe halt nichts. Okay. Okay, du bist fast tot. Du hast 25 HP. Gib mir deine Hide. Aber sowas von. Petri, ich werde dich fliegen. Jetzt gleich. Ich komm wieder nach Hause. Ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich schon deutlich stärker. Aber der hier hat einfach mal 22.000 Leben. Mein anderer Petri Level 1 hatte 1.000. Also das sieht schon ein bisschen besser aus, ehrlich gesagt. Auch ausdauertechnisch 6.000. Damit kann man arbeiten. Ich würde irgendwie gerne hier vorne noch den Dodo einmal weghauen. Wenn wir schon mal hier sind und den mal ein bisschen testen. Hier vielleicht noch den Petri, wie viel Damage der macht. Ah, perfekt. Der läuft einfach um mich rum und hier geht schon wieder alles hoch. 9.500? Der macht hier Damage. Richtig Damage, hä? Als ob! Okay, anscheinend war es nur ein Headshot oder so und ich habe wieder einen Skin gedroppt bekommen. Eigentlich würde ich den gerne mitnehmen. Oh Gott, hier kommt so viel Kram. Aber das kann ich tatsächlich alles jetzt besiegen, glaube ich. Ja, der hat mir auch einen Skin gedroppt. Gib euren Kram. Aber hier war gerade irgendwo die Spinne. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Da hinten ist die. Ja, komm. Oh nein. Ruta geguckt, das war ein Chibi. Das war auch irgendwas. So. Und wir ziehen durch. Wir ziehen sowas von durch. Obwohl, hier sind so viele Eier. Ich habe keine Alpha-Eier mehr zu Hause. Okay, ihr habt nicht das Geringste gesehen. Brutmutter, du hast weggeguckt kurz. So, wir ziehen jetzt durch. Wir haben anscheinend diese Blood Rage. Wie geht die? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall blutig wie Sau. An sich, der Petri ist der Burner. Kann ich da mit dem Golem eine reinhauen? Mache ich dem auch so viel Damage? Dem mache ich nicht so viel Damage. Aber ich mache ihm Damage. Ich könnte ihn killen, glaube ich. Vielleicht ist es Zeit für Rache, weil der hat mal meine Base am Anfang auseinandergeprügelt. Verdient hätte er es. Der hat mir kaum Damage gemacht, glaube ich. Der hat mich gerade gehittet und mir kaum Damage gemacht. Was war das? Wie viel? 118 oder so? Ey, das ist ja nix, den kann ich tanken. Außer der Stein macht richtig viel Damage, das kann auch wieder sein. Ey, macht mal nicht den Stein, das ist ja unfair. Golem down. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin reich. Ah, Mini-Golems. Aber ich bin reich. Gab es auch Perlen? Nee, Perlen nicht, aber was ist das? Nickel. Nickel hatte ich doch gar nicht. Ey, crazy Golems sind der Weg. Ich bin ehrlich zu euch, er lacht mich schon ein wenig an. Und das Yomia lacht mich auch an. Oh mein Gott, das wäre der Riesenkacker in meiner Base. Oh, ihr lacht mich beide an. Ich brauche Kibbel. Oh mein Gott, ich wurde von irgendwas Dicken getroffen. Von irgendwas sehr Dicken wurde ich getroffen. Und ich weiß nicht mal was, 7600 Damage. Also mit meinem anderen Petri wäre ich schon lange tot gewesen. Wie viel Leben kriegt der dazu? Der kriegt fast nichts dazu. Ich weiß nicht mal, was da was gemacht hat. Ich habe keinen Plan, aber ich wurde dick gehittet. Ich wurde wieder dick gehittet. Wovon? Ich bin einmal auf den Boden gegangen. Ich habe direkt wieder dicken Damage bekommen. Ich bin fast tot. Ich verliere meinen Petri hier noch. Irgendwie ist was bugged. Das war genauso viel Damage wie beim ersten Mal. Ich bin da nur runtergegangen. Da war nichts Böses. Auf einmal habe ich einfach Damage bekommen. Ich werde jetzt zu Hause landen. Und wenn er dann nochmal Damage bekommt, dann weiß ich nicht, was wir tun. Okay. Dir geht's gut?
Manometer, du machst mir Angst. So, ich wollte einmal der vorbereitete Streamer sein und ich habe einfach mal einen Käfig gebaut. Ich habe keine Ahnung, ob der klappen wird tatsächlich. Das sehen wir gleich. Ich denke nicht, dass der durch ein breite Dinger durchfliegen kann, weil das ist schon ein dicker Oschi. Aber durch zwei breite hoffentlich schon vorne beim Tor. Das sehen wir gleich. Wir holen ihn gleich her. Wir ziehen ihn auf Aggro. Und dann gucken wir mal, oder? Colossus Petri, du bist unserer. Also zumindest, wenn der hier noch irgendwo ist. Also hier ist das Fiomia. Das Fiomia ist noch am Start. Aber der Petri ist gerade irgendwie gone. Oh nö, jetzt habe ich mir einmal Mühe gegeben und einen Käfig gebaut. Warte. Hier ist angeblich einer. Okay, vielleicht lebt er doch noch. Ja, er lebt. Oh mein Gott, das ist ein dicker Oschi. Oh mein Gott, ich ziehe ihn Aggro. Ich versuch's. Oh mein Gott, ich habe echt viel Damage gemacht. Der passt niemals durch zwei breit durch, außer er zählt wie ein normaler Petri. Niemals passt er durch. Oh no. Also, ich habe ihn kleiner in Erinnerung gehabt. Bin ich ehrlich. Oh mein Gott, und er haut auch Steinheit ab. Und er gibt mir übel Kopfnüsse. Oh, das war ja gar nicht cool. Jetzt habe ich einen dicken Petri bei mir bei der Base, der mit einer Kopfnuss mich fast getötet hätte. Zum Glück habe ich die vorher geheilt. 16.000 Topor. Ich könnte meine Armbrust noch ein bisschen aufwerten. Ich werde auf jeden Fall meinen Petri einpacken. Der wird wohl nicht wieder Aggro werden, hoffentlich. Nee, anscheinend nicht. So. Und dann müssen wir wieder den Schießen- und Sterben-Trick machen vielleicht. Und ich stelle mich so ein bisschen da rein und hoffe, dass das mich so ein bisschen sicher hält. Weil Rüstung leisten kann ich mir wahrscheinlich auch nicht so wirklich. Es ist alles kompliziert. Okay, da braucht nur einen Kibbel. Ich habe zwei gemacht tatsächlich. Wir könnten noch einen anderen holen. Wir werden es jetzt testen, Leute. Wir machen es einfach. Meine Armbrust hat jetzt 500 Damage. Erster Schuss sitzt hoffentlich direkt. Ja, der saß. Okay, und ich hoffe, ich kann hier kurz so... Nee. Da kann ich mich gar nicht reinhocken. Tatsächlich greift der weiter meinen Käfig an. Mein Käfig wäre halt okay, solange der nicht mein Haus angreift. Vielleicht klappt mein Käfig doch, aber halt auf andere Art und Weise. Er hasst einfach meinen Käfig. Das war ein Hit wieder. Er ist aggro auf mich gewesen kurz, also wirklich nur ganz kurz. Oh mein Gott, da wollte er mir eine Kopfnuss geben. Da hat er mir eine Kopfnuss gegeben. Vielleicht unter Wasser? Was ist, wenn ich unter Wasser gehe? Wir haben ihn schon ziemlich weit down. Obwohl, nee, so weit auch wieder nicht, ne? Ich gehe unter Wasser. Bin ich tief genug? Ich bin definitiv tief genug. Wo ist er? Oh. Oh, er ist ein Troll. Er, was will er angreifen? Oh, er will mich angreifen jetzt. Okay. Er ist aber schon nicht so smart. Das war ein Headshot sogar. Oh mein Gott, jetzt muss ich an Land. Sonst säuft er mir ab. Oh, vielleicht säuft er mir schon ab. Komm schon, doch ein Headshot oder so. Bitte. Komm her. Das war ein Header. Und, wo liegst du? Oh, bitte nur ein Kibbel. Bitte, sei direkt fertig. Bitte. Oh mein Gott, als ob. Okay. Herr, seinem Genick geht's gar nicht gut, kurz. Komm her. Oh mein Gott, mein Käfig. Was hast du damit gemacht? Alter, was sehe ich denn da? Oh mein Gott, ey. Wie viel Leben hat der? Hat der irgendwie mehr? Der hat sogar weniger, glaube ich. Der andere hatte 22.000 am Anfang. Also auf jeden Fall sind die nicht irgendwie stärker oder so, sondern echt nur größer, glaube ich. Oh, der größere Hitbox, glaube ich. Der kann da hinten. Okay, jetzt werden wir einmal versuchen, den zu krapschen. Ich glaube nicht, dass es klappt, aber ich hätte so gerne das Fiomia. Verdammt. Hier ist so viel Kram, der so schlimm ist. Und man kann gar nicht für alles aufpassen. Es geht einfach nicht. Man kann nicht auf so viele Sachen aufpassen, die einen töten wollen. Zum Beispiel dich, Dodo, ja. Aber weißt du was? Diesmal kann ich mich wehren. Ja, mach du ruhig. Deinen komischen Angriff nicht. Der mich fast tötet. Ein Dodo hat mich angespuckt. Ich kann das alles nicht mehr. Das kann nicht wahr sein, oder? Ich will trotzdem gerne mein Fiomia haben. Oh Gott, ey. Das kann ja schon wieder was werden. Aber er ist gerade was. Vielleicht habe ich da meine Chance. Ey, das mit dem Fiomia. Warum ist hier mal alles so gefährlich? Warum kann ich mal was echt chillig sein? Das wäre doch so schön. Und da liegt er. Okay, er liegt. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt hin? Und pack da Essen rein kurz. Und pack den dann ein. Weil da ist auch Vulkanik. Dodo, der jetzt schon sauer ist übrigens. Das ist halt auch nicht so cool. Meine Bola ist auf 8, soweit ist meine Hand gar nicht. Okay, gute Bola. Die wollte ich auch genauso werfen tatsächlich. Das war mein Plan. Zack, so, erster Bola sitzt. Und hier, zack, so. Ja, das habt ihr jetzt davon. Da habt ihr euch mit dem Falschen angelegt. Ich bin nämlich jetzt Profi. Und ich werde euch jetzt beide auslöschen. Zack. Und
Da, du kriegst auch eine drauf mit meiner neuen Superarmbrust. Und jetzt ziehen wir ganz schnell zum Fiomir durch, packen den einen Kibbel rein und nehmen den dann mit, hoffentlich. Also ich glaube noch nicht so richtig dran, bin ich ehrlich. Ja, da kommt schon irgendwas. Oh mein Gott, nein. Was ist das? Oh mein Gott, hat mich gerade eine Kompi getötet? Nein. Das Fiomia lebt noch, aber da steht halt alles neben. Alles, was irgendwie sauer und böse ist. Wie viel Leben hast du? Du hast gar nicht so viel Leben. Vielleicht können wir dich schnell wegschießen. Können wir. Sehr gut. Gib mir deinen komischen Skin da. Oh, das war ein Charme. Das war nicht mal ein Skin. Das war irgendwas anderes. Und jetzt laufen wir an ihm hier so vorbei. Und laufen hier hin. Wir nehmen diese Knarre in die Hand. Packen dem einen Kibbel rein. Und pack dich ganz schnell ein. Wir haben das Fiomia zumindest. Guckt euch unser Riesen-Fiomia an. Das ist so nice. Und ich würde sagen, damit können wir abschließen, Leute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.